Gibt es eigentlich auch einen Bereich, in dem Nehammer nicht vollkommen versagt? In ganz Europa sind bis einschließlich November die Zahlen der Asylanträge im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Nur nicht in Österreich. Wie ist das möglich? ÖVP Nehammer hat uns doch noch im März 2020 erklärt, dass es einen Einreisestopp für Asylwerber gibt. Kompletter Schwachsinn, wenn man sich die Zahlen ansieht. Oder wie erklärt uns der Herr Innenminister, dass die Zahl der Asylanträge Ende November bereits über 12.500 lag und damit nahe dem Jahreswert von 2019? Wie kann es sein, dass die Zahl der Asylanträge in der EU massiv gesunken ist, aber bei uns in Österreich steigt? Sieht so die ach so strenge und strikte Asylpolitik der ÖVP aus? FPÖ-Obmann Norbert Hofer sagt dazu: Die Tiroler Bevölkerung muss sich freidessen, um das Bundesland verlassen zu dürfen. Als illegaler Migrant ist die Einreise nach Österreich ohne Probleme möglich. Das ist ein Skandal und die Bankrotterklärung des Innenministers. Er gefährdet mit dieser laschen Zuwanderungspolitik nicht nur Sicherheit, sondern auch die Gesundheit der Österreicher. Für dieses Problem gibt es nur eine Lösung. Nehammer muss weg. Und zwar sofort.